Und damit herzlich willkommen hier bei Telekonga. Ich bin heute euer Auspackschlumpf, denn es gibt ein neues Schlumpfspiel. Und damit meine ich nicht sowas wie das hier, The Smurf Dance Party von Ubisoft. Nicht fragen. Nein, ein neues Jump'n'Run ist just erschienen, und zwar die Schlümpfe Mission Bloodpest. Heißt im Deutschen, hier ist der englische Titel drauf. Wir haben uns hier die Collector's Edition geschnappt und ja, das schlumpfen wir jetzt mal zusammen auf. Ihr merkt schon, den dummen Gag werde ich jetzt das komplette Video durchziehen. Dann müsst ihr einfach durch. Also, schauen wir mal rein, was da alles so drin ist. Also, zur Zeit dieser Aufnahme hier frisch erschienen, das heißt gestern, von Microids, da steht's. Einem französischen Publisher. Ihr erinnert euch vielleicht dran, wir haben schon ein paar Collector's Edition von Asterix und Obelix Spielen für die Switch ausgepackt. So, ich verlinke euch das auch nochmal, könnt ihr euch auch nochmal angucken. Und jetzt gab es halt dieses Spiel. Endlich mal wieder ein Jump'n'Run Schlümpfe. Ja, und wir schauen mal, was da drin ist. Da sehen wir erstmal hier. Wir fangen natürlich wie immer mit dem Karton an, und da seht ihr, hier sind die verschiedenen Sprachen. Da seht ihr auch, wie die in den verschiedenen Sprachen heißen. Der Schlümpfe ist klar, ne? I, Puffy, I heißen sie zum Beispiel in Sprachen. Könnte Französisch sein. Ich weiß nicht. Am besten ist noch immer hier das Smurfen. Niederländisch. Es gefällt mir sehr gut. Das Smurfen. Hier vorne haben wir ihr seht, USK 6 ist das. Das ist aber ein Sticker. Darunter ist noch ein PEGI-Logo. Also wir könnten das auch theoretisch abknubbeln. Hier hinten haben wir dann nochmal einen schönen Holo-Sticker. Ein PEO-Holo-Sticker. Ja, ist das nicht schön. Und Spoiler, das was da drin ist in dieser Edition. Gut. Dann fangen wir mal an und schlumpfen die mal auf. Da muss ich natürlich hier, das ist einfach so. So, ihr seht, das ist einfach nur so ein Schuber drumherum. Und den machen wir dann mal weg. So, da einmal Schuber. Und dann haben wir da drin, so hier hinten, hier, seht ihr schon, da ist ein, Moment, ich halte es mal zu. So, ein Download-Code für den Soundtrack. Na? Wunderbar, können wir uns runterladen. Mal sehen, ob ich. Oh, da wird schon gespoilert, was das Hauptteil drin ist. Das machen wir noch so. Das machen wir noch mal zu. So, fangen wir damit an. Ja, die Smurftastic Edition. Ich muss mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen Licht mache, dass ihr das auch seht. So, die Smurftastic Edition. Und ich glaube, das ist die Edition, die es jetzt am Anfang gibt für die Switch. Da war auch nochmal den tollen Sticker drauf. Also es gibt einmal hier diese Collector's Edition und dann, glaube ich, 50 Euro diese Smurftastic Edition. Das ist wahrscheinlich die Erstauflage. Später wird es dann einfach das Spiel ohne Kram noch geben. So, vielleicht mal wieder weg. So, also, da ist auch nochmal ein Schuber drum. Wir gucken erstmal, so. Und hier kein USK-Logo drauf, sehr schön. Und endlich auch mal wieder schöne Schlümpfe. So Comic-Schlümpfe und nicht. Moment, wo habe ich es nochmal? Ich habe es wahrscheinlich ganz weit weg, aus gutem Grund gelegt. Habe ich jetzt hier gewackelt? So. Nicht so wie diese Monster hier, guckt mal. Das ist nicht schrecklich. Schnell weg damit. Ja. Also, oh, da ist schon noch mehr drin hier. Guckt mal, da. Wir fangen aber noch ganz normal an. Das Spiel hier. So, die Retail von Mission Bloodpest. So. The forest is in great danger. Oh, und da fällt uns schon. Ein fantastischer Papa Schlumpf Keychain entgegen. Der ist so aus so Gummi.
So, den habt ihr dabei. Dann natürlich das Spiel als Retail. Mit einem kleinen schönen Artwork drin. Ihr wisst, da sind wir große Fans von Inlay Artworks. Und was haben wir hier noch? Genau, wir haben hier, wie viel sind das? Passt das? Da ist noch was. Ah ja, ja. Lithografien, also Artworks auf totem Baum gedruckt. Da, sehr schön, aquarellmäßig. Ich muss hier das Licht irgendwie. So, jetzt seht ihr das besser. Ihr seht, was uns da schon erwartet. Okay, sehr für einer. Achso, von hinten unser Hauptschlumpf, unser Muskelschlumpf. Und dann habt ihr noch diese zwei Stickerbögen dabei. So. Und da seht ihr schon eure Figuren hier. Schlaubi, Muskelschlumpf, Superschlumpf, Papa-Schlumpf, Schlumpfine, Schlumpfi-Schlumpf. So, ja, ach, da haben wir es auch nochmal. Da, das habt ihr also bei der Smurftastic Edition dabei. Die Smurftastic Edition ist hier drin, dann der Soundtrack. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptbestandteil dieser Edition, der Collector's Edition. Und da haben wir hier, ihr seht das, eine Schlumpffigur aus Resin, heißt das, glaube ich, dieses Kunstharzmaterial. Mach das mal auf. Was ein Umstand hier. So, das tun wir mal weg. Und dann seht ihr hier diesen fantastischen. So, diesen fantastischen Schlumpf hier. Ist ja nicht super. Und er ist gegen, weiß ich nicht, irgendjemand mit einer Elvis-Tolle. Also die ist auch richtig schwer. Ist halt dieses Kunstharzmaterial. So. Und die ist, ich glaube, laut Publisher 14,5 cm hoch. Und da schauen wir doch mal, stimmt das denn? Aber sowas von. Hier oben bis zum Stock. 14,5. Das stimmt. Na perfekt. Ja, das Ganze kostet, lasst mich lügen, glaube ich, 80 Euro kostet diese Collectors Edition. Ich habe sie dank Gutschein etwas günstiger bekommen. Diese Edition alleine kostet, glaube ich, 50 Euro Straßenpreis. Ist also ein Aufpreis von 30 Euro für diese Figur und den Soundtrack als Download. Wie immer müssen natürlich wissen, seid ihr bereit, das zu bezahlen extra, ne? Aber vielleicht wird es auch mal günstiger. Ja, das war es eigentlich auch schon. Genau, also die Collector's Edition von die Schlümpfe Mission Bloodpest mit dem Soundtrack als Download der Smurftastic Edition, die das Spiel als Retail beinhaltet. Keychain von Papa Schlumpf, zwei Stickerbögen, drei Lithografien, Artworks und natürlich die fantastisch grandiose Schlumpf, Muskelschlumpf hier Figur. Ah, die ist echt schön gearbeitet hier. Die gefällt mir. Gut, das war's für heute. Zum Spiel selber. Da gibt es auf jeden Fall. Das war die Kamera. Da gibt es auf jeden Fall. Auf diesem Kanal hier bei uns bei Telekonga auch ein Video noch, ob es nur ein angespielt wird oder vielleicht sogar ein Let's Play, das entscheide ich dann spontan beim Spielen. Schaut auf jeden Fall rein und dann gucken wir mal. So, dann stelle ich ja noch mal alles ein bisschen hin. So, ja, darf natürlich. Ja, wir machen das mal ganz hier. So, ist das nicht ein wunderbares Schlussbild? So. Der produziert noch ein bisschen. Ich sage danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst Likes und Glocken und whatever da. Wir sehen uns dann mit Schlaubi Schlumpf oder wie immer er hier heißt. So.
Er freut sich schon auf euch. Das war's. Ups. Bis dahin. Macht's gut.